Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 61 Minuten Podcast. Heute mit Andreas Meyerwürger. Wir wollen uns der Frage widmen: Bei Männern, die zu früh kommen, gibt es ja oft die Lösungssuche im Außen. Was kann ich tun? Welchen Arzt kann ich konsultieren? Welchen Therapeuten? Was kann ich für Pillen nehmen? Für Sprays? Für Kondome? Betäubung? All das? Oder vielleicht ist die Frau zu heiß? Alles das, die Suche im Außen. Wenn ich jetzt aber zurückgucke, in dieser Folge werden wir ganz klar den Fokus umdrehen und gucken, was ist innen, in uns Männern drin, was uns dann hilft, dieses Thema zu verändern und länger durchzuhalten im Bett. Deswegen herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Andreas. Hallo, grüß dich, Jan, danke für die Einladung. Das Thema Innenschau im Mann zu gucken, was ist da wirklich drin, das ist dein Schwerpunkt. Und warum ist dieses Thema wirklich wichtig? Ja, warum ist das wirklich wichtig? Also ich bin jetzt 46 Jahre jung und habe die letzten 40 Jahre sehr viel im Außen gelebt. Also das ist so mein Start oder meine Selbstreflexion. Und ich habe eigentlich mich oft gespürt, dass eigentlich eh alles gut ist, und ich habe mich aber trotzdem nicht so wohl gefühlt. Und das ist dieser Startschuss gewesen. Also ich habe 3 Kinder, ich habe einen guten Job. Das, also quasi alles so das Klassische, was man als Mann hat, hat sich okay angefühlt. Und trotzdem war ich nicht zufrieden. Ja. Das war so dieser Startschuss. Ja. Und darum habe ich gelernt oder bin noch immer am Wege, ja, das hört ja nicht auf, den Weg nach innen zu suchen und bei mir mal zu schauen, warum bin ich denn so, wie ich bin? Oder in dem Fall jetzt, warum komme ich auch zu früh, weil ich gerade so bin, wie ich bin? Ja? Und das ist einfach diese Gedanken von außen, also die Augen tragen uns ja nach außen und draußen passiert ja alles, sich bewusst einmal nach innen zu schauen und sich zu fragen, wer bin ich? Ja? Oder warum bin ich so, wie ich bin? Und warum ist das so wichtig, da drauf zu gucken? Also du hast schon gesagt, so, es gibt die ganzen Dinge im Außen und jetzt gucken wir nach innen. Aber was ist der Mehrwert? Weil du hast diese Reise ja jetzt schon für dich sehr viel intensiver gegangen als die meisten sonst. Das heißt, was ist der Mehrwert davon, nach innen zu gucken? Und was kann auch der Mehrwert für einen Mann, der zu früh kommt, sein? Also abgesehen davon, dass er im Bett länger durchhält. Was ist der Mehrwert davon, nach innen zu gucken? Also diese nach innen schau und sich selber kennenzulernen, mit sich gut zu werden, mit sich fein zu werden, mit sich achtsamer zu werden, mit sich safer zu fühlen, bringt im Außen eine gewisse Stabilität. Also ich glaube, dass jeder Menschen kennt, ob das jetzt weiblich oder männlich ist, ist sekundär, die so satt hier sind, die so klar sind, die so, ja, wo man sich einfach angezogen fühlt, weil einfach dieser Mensch so ist, wie er ist. Und umgekehrt kennt man auch sicher so Menschen, die viel sagen und denkt sich, die Worte sind zwar richtig, aber das fühlt sich nicht so an. Ja? Und das ist dieser Punkt, oder meine Erfahrung ist, dass wenn man das lernt, sich kennenzulernen, dass es erstmal in sich ruhiger wird und im Außen sicherer und deine Mitmenschen und in dem Fall auch beim Sex, deine Partnerin oder Partner, ist ja ganz egal, sich sicher fühlt bei dir. Ja? Egal wie die Handlungen dann sind. Ja? Ich kann zu mir stehen und kann daraus was machen. Ja? Also wenn ich dieses Thema im Außen suche, bin ich ein Suchender und nicht hier. Und somit kriege ich dieses Thema nicht an der Wurzel gepackt. Und das ist ganz spannend, weil du sagst Wurzel, denn ich erlebe oft mit den Männern, die zu früh kommen, dass das Thema Selbstbewusstsein, und Selbstbewusstsein ist ja auch nichts im Außen, sondern lediglich nach innen gerichtet, und das beschreiben auch viele, nur wissen sie oft gar nicht, wie sie daran arbeiten können, das Selbstbewusstsein aufzubauen. Wir kommen gleich auch noch dazu, was man konkret tun kann. Vorher ist aber nochmal wichtig zu sehen eben, wenn ich mir selbst bewusst werde, wer ich bin, wie ich bin, dann kann ich dementsprechend auch danach entscheiden zu leben und diese Ausstrahlung haben. Und das, was viele Männer ja vermissen, ne, gerade beim Thema zu früh kommen, ist so den Blick in ihren Augen. Du hast es gerade so angesprochen, ne? Bin ich attraktiver, bin ich anziehender? Das bezieht sich zwar auch auf neue Frauen, neue Partnerinnen, aber das bezieht sich ja auch in der langfristigen Beziehung auf die Attraktivität. Und es ist ja heutzutage, wenn ich mal die Gesellschaft betrachte, oft so, dass es wirklich normal geworden ist, dass Beziehungen über 10, 20 Jahre hinweg gehen und dann aber die Sexfrequenz immer weiter runtergeht und man sagt, das ist halt normal, weil man kennt sich ja schon so lange.
Und das finde ich ganz spannend, weil wenn die Männer mehr Selbstbewusstsein bekommen, unter anderem einer der Faktoren, nicht nur die Ausdauer im Bett mehr wird, sondern auch so die Sexfrequenz hochgeht, weil die Frauen auch wieder mehr Lust auf Sex bekommen und die Männer auch. Insofern total spannend. Was sind denn von deiner Sicht aus noch wichtige Dinge? Ich meine, so bei Meditation ist ja auch eine Art der Innenschau, das Gefühl für sich selber zu entwickeln. Da gibt es zig Studien zu. Bei den anderen Bereichen der Innenschau gibt es da auch einfach Fakten, irgendwelche Infos, die man noch wissen sollte? Also diese Innenschau, das ist natürlich auch sehr viel Meditation dahinter, ja. Also quasi dieses bewusst anhalten, ja, bei sich ankommen, also dieses gefühlte männliche Nichtstun mal auszuhalten, ja. Also wir sind ja sehr, also die männliche Energie ist ja mehr, sie machen, schaffen und gehen und nach vorne, ja. Also in dem Fall jetzt da rammeln, 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 erzeugen, ja. Und das ist auch gut und auch wichtig, ja. Also das sollte man ja nicht uns wegtrainieren, ja, dass man immer alles anders macht. Nein, ganz im Gegenteil, sondern einfach sich und seine Gefühle, Emotionen klar zu werden. Und das funktioniert aus meiner Ansicht nur indem, dass man anhält und beobachtet. Weil Gefühle, Emotionen, das kennt auch sicher jeder, sind viel schneller wie irgendwelche Gedanken. Ja? Und wenn man diese Gefühle, Emotionen für sich nicht in den Griff bekommt oder immer dieses, ich komme zu bald und in diesem ich komme zu bald hängen bleibe, dann kommst du auch zu bald. Ja? Das ist das Geschenk des Lebens. Ja? Alles, was wir uns manifestieren, bewusst oder unbewusst, bekommen wir geschenkt. Ja? Und ich nenne es bewusst geschenkt. Ja? Wir sehen es oft nicht als Geschenk, aber das ist die Natur. Ja? Und wenn man jetzt die Natur sich anguckt, du sagst, das ist so der natürliche Prozess. Und was gibt es für Fakten, die dir immer wieder begegnen? Oder ich sag mal vielleicht eher Fake-Fakten, wo Leute sagen, ah ja, aber wenn ich nach innen gucke, dann dödödö. Gibt es irgendwas so, wo du sagst, das sind gewisse Vorurteile, die Leute oder Männer gerade haben, dem gegenüber eben zur Ruhe zu kommen, nicht im Machen, im Tun, im Außen zu sein, sondern mal nach innen zu gehen? Und du meinst Vorteile? Vorurteile meine ich vor allem. Also, dass mit dem Männer zu dir kommen und erstmal sagen: wenn ich das jetzt mache, bringt mir das überhaupt was? Oder warum sollte ich mir denn meine Gefühle angucken? Es ist doch wichtiger, was ich mache. Ne? Es ist nicht das Wie entscheidend, sondern das Was. Oder gibt es andere Dinge, wo du öfter merkst, das wird schwierig für die Männer? Oder vielleicht auch so gewisse Hürden auf dem Weg, die Männer überkommen? Also, wo man so sagt, wenn ich anfange mit der Innenschau, das sind bestimmte Bausteine auf dem Weg, wenn man die überkommt, dann erreicht man neuen Sta also neuen inneren Status vielleicht. Also generell ist meine Erfahrung, alles diese Innenschau oder dieses Anhalten, was wir vorgesprochen haben, das haben wir nicht gelernt, ja. Und es ist auch nie geredet drüber worden. Also für mich persönlich war das ein blutiger Weg, diese Innenschau überhaupt anzutreten, weil meistens im Außen irgendwas passiert ist, wo man einfach unglücklich wird, ja. In dem Fall war es meine Scheidung von meiner Ex-Frau und meine drei Kinder. Und es ist auch die Natur, ja, also ich hole jetzt bewusst ein bisschen aus, die Natur, also wir als Kleinkinder sind ja nach außen gerichtet, ja, wir brauchen diese Außenwelt zum Existieren und somit ist diese Außenwelt für uns, menschliche Natur, das Wichtigste und das Heiligste, weil da draußen ist das, was sie in mir dann wieder spiegelt. Aber, und das ist das, was wir lernen müssen, dieses Außen ist nur das Spiegelbild von innen, ja, oder umgekehrt. Und ich muss, dass ich zu mir komme, dass ich mit meinen Gefühlen, Emotionen, die ja tausendmal schneller sind wie Gedanken, hineinschauen, in mich hineinschauen, mich kennenlernen, mich zu verstehen, warum bin ich so, wie ich bin, mich akzeptieren lernen. Und dieses Hineinschauen ist Hineinschauen in das Unbewusste. Jeder weiß, und das ist ja statistisch bewiesen, dass 90% unbewusst passiert und 10% bewusst. Und dieses Hineinschauen in mich kann ich dieses Unbewusste bewusster machen. Ja? Und das ist der große Mehrwert, an dem da diese Innenschau anzutreten. Ja? Also das ist meine persönliche Erfahrung damit und ich merke das immer
total, wenn Männer kommen und das passt nicht, das passt nicht. Das ist alles im Außen gesucht. Und wenn ich sage, wie geht's dir? Dann gibt es oft gar keine Antworten. Ja? Wie fühlst dich du? Wie geht's dir? Es ist alles erklärt im Außen, ja. Aber so, wo bist du, ja? Und das ist dieser groß, dieses Missverständnis, ja, was oft aus meiner Sicht, vor allem in der Männerwelt, ja, Frauen beschäftigen sich ganz viel mit sich selber. Die haben viel mehr Emotionen, Gefühle, ja. Das bei uns ist viel mehr rationell und im Kopf und klar und dort gehe ich hin und das mache ich und das und also das ist diese männliche Energie ist nach außen getrieben, ja, zum Erschaffen, ja. Aber wir brauchen diese andere Seite genauso, ja. Das ist ganz spannend, weil ich höre bei Männern oft auch, wenn ich dann frage, ja, und wie ist der Sex? Genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, sie ist dreimal gekommen, das war super. Und dann frage ich auch, was war denn bei dir? Ja, ich bin auch gekommen. Das ist aber auch dann völlig wertfrei, sondern ja, ich bin halt gekommen. Da ist dann die Qualität des Orgasmus, wie der Weg dahin war, ob es Spaß gemacht hat. Hauptsache, sie ist gekommen, also ganz oft eine Definition übers Außen. Ausnahme sind die Männer, die schon selbst die Lust am Sex auch verloren haben, weil sie eben durch das Zufrühkommen so frustriert sind und ständig beim Sex im Außen sind, in der Wahrnehmung bei der Frau oder auch schon in die Zukunft, also auch nicht im Moment sein, präsent sein können, sondern in die Zukunft gehen und darüber nachdenken, dass es gleich wieder passieren wird. Beides ist ja eine Ablenkung von dem, was in ihnen passiert, nämlich die schönen Gefühle. Ich habe nur eine Sache noch nicht verstanden eben, und zwar hast du gesagt, die Gefühle sind so viel schneller. Kannst du das noch mal ein bisschen erläutern? Also quasi unsere Gefühle, Emotionen, die überwältigen uns. Ja? Also quasi unsere Grundemotionen, also quasi wenn wir ins Notprogramm gehen, dann habe ich entweder Angst, Flucht oder Starre. Ja? Und diese Systeme müssen greifen, das ist die Natur, weil wenn die Gedanken noch schneller wären, könnte man ja viel überlegen. Ja? Und somit überwältigt uns das. Ja? Also, und das ist einfach so. Ja? Also diese Anerkennung, dass mich Systeme überrollen und ich glaube, es zu zerdenken können oder zu verändern, weil ich denke, das funktioniert nicht. Ja? Das ist einfach die Natur so. Aus Grund von Säbelzahntiger, ich will das Wort gar nicht so oft im Mund nehmen, den hört man ja so oft, aber in Wahrheit ist das der Grund. Ja? Und deshalb brauche ich diese Innenschau, dass ich mit diesen meinen Gefühlen, Emotionen, ich sage mal einfach safer werde, ja? Oder durch das mich kennenlernen. So wie du das jetzt zum Beispiel gesagt hast, ja? Viele Männer, ich war auch so ein Mann, der sich definiert hat, Hauptsache die Frau kommt und wo bin denn eigentlich ich, ja? Oder was spüre denn ich überhaupt? Oder habe ich nur dieses Britzeln von, jetzt habe ich kurz abgespritzt und dann, ha, erledigt und Gott sei Dank hat die Frau einen guten Orgasmus gehabt. Ja, ist wichtig, dass die Frau, also dieses Dienen gehört dazu, ja. Das ist was Heiliges und was Safes, ja. Aber sie selber mal zu spüren, ohne dieser kurze Kribbeleffekt, ich habe abgespritzt, da gibt es ja ganz, ganz viel mehr Sachen, ja. Also es wird ja sehr oft auf das reduziert, ne? Abgespritzt und fertig. Aber es fängt ja gleich vielleicht schon mal ganz anders an, dass ich sage, wow, wo kribbelt es denn in mir? Wenn ich die Frau vielleicht sehe oder den Mann, ja, dass wir es neutral definieren, ja. Aber da muss man nach innen kommen, ja. Weil die Fokussierung ist oft auch sehr stark genital orientiert, ne, bei Männern. Also sowohl auf sich selber bezogen als auch auf die Frauen. Ne? Das heißt, recht stark so das Thema, wie fingert man, wie leckt man, waren auch damals auf YouTube immer meine meistgeklickten Videos, weil irgendwie klar war, okay, da geht's zur Sache. Und wenn es aber darum geht, was sind, ich sag mal, das emotionale Setting, wie kann man den Rahmen schaffen, was sind so große Beziehungsthemen oder eben auch, was kann ich als Mann machen, um meinen ganzen Körper als erogene Zone zu entdecken. Das interessiert kaum jemanden, aber die Masturbationstechniken zum Beispiel sind dann doch wieder spannend. Und da gibt es schon viele Parallelen. Wenn man jetzt überlegt, ein Mann, der so viel im Außen orientiert ist und der kommt zu früh, der hat schon im Außen probiert, war beim Urologen, hat Pillen, Sprays, Kondome, all das schon mal durchprobiert, hat geguckt, hey, wie ist es denn vielleicht mit einer hässlichen Frau, also die für ihn nicht so ansprechend ist. Und
merkt aber trotzdem, das geht nicht. Ja, mit Alkohol, dann halten die meisten doch länger durch, sind aber ja ohnehin viel betäubter und so. Und der will sich jetzt auf den Weg machen, um nach innen zu gehen und zu gucken, was ist auf der Ebene. Also ich sage, aus meiner Erfahrung gibt es immer verschiedene Ebenen. Ne? Es gibt so körperliches, Masturbationsgewohnheiten gehört dazu. Das ist ja eine Kombination aus, was tue ich im Außen an mir und auch, also wie stimuliere ich mich und gleichzeitig aber auch, wo lege ich meinen emotionalen Fokus hin, also was fühle ich besonders intensiv. Und dann gibt es Beziehungsthemen, aber die sind auch wieder im Außen. Und dann gibt es zwei Bereiche, die emotional spannend sind eigentlich. Das ist so das Thema Selbstbewusstsein. Und das Thema emotionale Höhepunktkontrolle, wenn sie so sagt, oh, jetzt nimm mich, dann in diesem Moment trotzdem die Kontrolle zu behalten. Wenn wir uns zuerst mal jetzt das Selbstbewusstsein angucken, bevor wir dann zu der Höhepunktkontrolle noch konkret kommen. Was ist für das Selbstbewusstsein aus deiner Erfahrung wirklich ein System, sodass man mal so einen Überblick bekommt, wie kann man da vorgehen jetzt über die nächsten Wochen, wenn man das gerade hört und denkt, boah ja, das betrifft mich auch, möchte ich mal weitergehen. Was sind da so für Schritte auf dem Weg, beziehungsweise was sind wichtige Meilensteine einfach, wo du sagst, die sollte man abgehen? Also wichtige Meilensteine, die man abgehen sollte, ist für mich also sicher mal anzuerkennen, wo stehe ich. Ja? Also quasi dieses Thema, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ich habe die Tendenz, dass ich sehr schnell komme und dieser Aufbau von ich bin geil, 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 und habe dann diese Angst, es ist ja dann quasi eine Angst, ja. Ich gehe ja schon quasi mit angezogener Handbremse in den Sex rein, mit dieser Angst zu haben, zu schnell zu kommen, meine Frau oder Partner, Partnerin zu enttäuschen und bin ja gar nicht dann bei mir. Also dieses Anerkennen, wo stehe ich gerade, und das ist einmal, glaube ich, der allerwichtigste Punkt, weil, so wie du das gesagt hast, man sucht im Außen, das probiere, aber man sagt nicht, boah, ich tendiere zum schnell abspritzen, ja? Oder ich habe einfach ein Thema mit dem. Ja? Das ist einmal der Schritt Nummer eins. Und der Schritt Nummer zwei ist, dass ich das in meine Partnerschaft reinbringe. Dass ich sage, du, wo ich mich selber sicher fühle, in dem Safe-Bereich, dass ich sage, ich habe mit dem ein Thema. Wie gehen wir das gemeinsam an? Ja? Vielleicht, dass man dann eine neue Basis findet, dass die Frau, ich bleibe jetzt mal im klassisch heterosexuellen Bereich, die Frau sie vielleicht um das gemeinsame Willen vielleicht nicht so geil zum Stöhnen anfangen gleich, dass mein System. Wobei, da bist du jetzt schon wieder in dem, ne, wenn ich bei der intime Ja. Verbundenheit zur Frau so gucke, okay, da brauche ich eine gute Kommunikationsbasis, dann habe ich aber ja wieder einen Faktor im Außen. Wenn wir mal bei dem Selbstbewusstsein nochmal bleiben, dann ist so, sagst du, der erste Punkt, wenn ich das richtig verstehe, so eine Standortbestimmung zu sagen, okay, da stehe ich. Ich werde mir dessen bewusst, gucke, welche Ebenen hat das, wie fühle ich mich, welche Fakten gibt es, gucke vielleicht mal wirklich auf die Uhr, um zu gucken, okay, was ist auf der Sachebene los und beobachte erstmal so für mich, wo stehe ich. Und gucke auch, was sagt sie eigentlich dazu? Die meisten Frauen sagen, ist ja schon okay, egal was sie jetzt wirklich fühlen, aber das sagen sie in der Regel. Und dann ist das so der Standort, an dem bin ich. Was ist dann noch ein Punkt in Bezug auf Selbstbewusstsein, wo du sagst, der ist wichtig? Dass ich mich mit dem Thema, da bin ich, und das Thema dann auseinandersetze. Was tue ich mit diesem Thema? Was will ich? Was ist meine Absicht dahinter? Was will ich verändern? Oder will ich es wirklich verändern? Ja? Und wenn ich es verändern will, was wäre der erste Schritt dahin? Ja? Dann gehen wir da direkt weiter. Was könnte da der erste Schritt sein in Bezug auf die Selbstwahrnehmung? Wenn ich jetzt so eine Standortbestimmung mache, was ist da konkret, was kann ich tun? Also ist es so, dass du sagst, es gibt bestimmte Werkzeuge, ein Tool, wo ich sage, ich kann zum Beispiel eine Liste machen mit Dingen, die mir aufgefallen sind, mit Gefühlen, die ich wahrgenommen habe. Wäre das eine gute Geschichte? Oder gibt es andere Techniken, wo du sagst, die kann jemand auch vielleicht direkt heute schon nach dem Hören von dem Podcast umsetzen? Wo kann jemand direkt einen Hebel ansetzen? Also meine Erfahrung war das, dass mir das bewusst worden ist, so richtig bewusst, dass quasi wenn ich, und das Thema habe ich auch, also ich würde sehr schnell kommen, dass ich lerne mit diesen
ich komme zu schnell, also quasi ist ja diese Startphase, es wird ja immer mehr, und diesen Punkt, wo ich nicht mehr zurück kann, ja, da so quasi gibt es also den Punkt, dass wenn, da kann ich mich nur so viel anstrengen, dann ist vorbei, ja. Und mich mehr kennenzulernen, dass ich sage, und da komme ich gar nicht hin, weil das lasse ich nicht zu und verändere dann etwas, bewusst verändern und nehme die Verantwortung. Und dann bin ich bei mir im Thema Sex, dass ich was verändere, dass ich wieder runterkomme. Ja, da bringe ich einfach mal was ein, wie ich das oft wahrnehme. Denn du sagst, der Point of No Return ist ein Klassiker, der bei dieser Erregungskurvenbeschreibung auch immer wieder kommt. Und nachdem, wie ich das verstehe, und ich habe viel dazu gelesen, weil ich das am Anfang gar nicht gecheckt habe, ist das immer eine retrospektive Betrachtung. Der Point of No Return ist ja der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Und wenn ich den Punkt erreicht habe, ist es eh vorbei. Also dann komme ich auf jeden Fall, selbst wenn gerade, ich habe früher immer gesagt, wenn irgendwie meine Mutter ins Zimmer reinkommen würde, würde ich trotzdem kommen, kann ich nicht mehr zurückhalten. Es ist egal, was an Störfaktoren kommt, egal. So. Und wenn man den noch nicht erreicht hat, weiß man ja nur, man ist kurz davor. Wenn ich aber mehrere Male Sex betrachte, dann ergibt sich dort, wenn ich die Kurven alle übereinander lege, zwischen all diesen Punkten, weil mal ist es 1 Minute, mal sind es 3, mal sind es vielleicht noch 20 Minuten, die der Sex dauert. Wenn ich die aber alle verbinde, sind die Point of No Returns alle auf einem bestimmten Erregungslevel. Und wenn ich dieses Erregungslevel, nennen wir es jetzt mal einfach, das ist auf Level 4, ab Level 4, wow, die Erregung ist so hoch und dann komme ich auf jeden Fall. Wenn ich, ne, wenn ich das verstehe, wie du sagst, dann geht es darum zu gucken, okay, was ist da drunter, was passiert da drunter? Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, und ich denke, die Innenschau führt dahin, dass sich dieses Level von 3 auf 4, auf 5, auf 6, auf 7, auf 10 erhöht, dass ich nicht bei wow, ist das geil, schon komme, sondern bei wow, ist das geil, noch denke, wow, ist das geil, boah, ist das geil, boah, ist das geil. Und erst komme, wenn es so ist, wow, what the fuck. Und erst dann in die Nähe von der Spritzgrenze komme, wenn es so schon wow, what the fuck, what the fuck, what the fuck, und dann pff. Und die, ich sag mal, ein Weg, der dahin führt, ist, nach innen zu gehen, so wie du sagst, und dann in dieser Innenschau sich wahrzunehmen und damit seinen Frieden zu finden, dass es im Moment so ist. Das wiederum bringt eine Ruhe und eine Entspanntheit rein. Und die Entspannung erhöht diese, ich nenne sie einfach immer Spritzgrenze, weil es die Grenze ist, die über 10, 20, 30 Mal Sex relativ fest ist, aber eben nach oben noch Raum bietet, sich zu entwickeln. Und das finde ich so als, deswegen greife ich da so ein bisschen in die Theorie rein, weil ich finde, das ist für Männer unglaublich wichtig, die Hoffnung zu behalten, dass es nicht heißt, auf Dauer muss der Sex immer runtergedrückt werden, es muss immer langweilig bleiben im Sinne von nicht wenig Erregung. Ne, durch Sprays etc. kann man das ja auch erreichen, vom Außen. Du betäubst deine Eichel, du spürst nichts mehr, kannst du dich auch so, ne, pettingmäßig aufeinander reiben, fühlst nichts mehr unten drum, wenn du krass betäubt bist. Aber trotzdem schießt die Erregung emotional durch die Decke. Und da sagst du dir auch, Emotionen sind schnell und bam. Und der gegenläufige Effekt, wie du ihn beschreibst, der führt oft bei der Ausdauer dazu, dass er sich ausdehnt. Insofern super spannend, dass du sagst, okay, damit seinen Frieden finden, unter diesem Point of No Return beim einen Mal oder Spritzgrenze auf die Dauer gesehen bleiben. Und das ist einer der Faktoren, die dazu führen, dass die eben ansteigt. Insofern cool. Danke dir für den Impuls. Ich habe dich da unterbrochen. Ich wollte das nur Nein, einfach als Modell. Mir ist das immer aber wichtig, dass. ich, danke, dass du mich unterbrochen hast, weil ich finde es ein ganz extrem wichtiger Punkt. Ja. Und diese Erfahrung habe ich auch ansatzweise gemacht schon. Also quasi dieses, ich gehe nach innen, also ich sauge mir meine gefühlte Abspritzorgie nach innen und kann das somit erstmal spüre ich mehr. Also das saugt mir dieser Abspritzmoment, der sich ja sehr beim Penis orientiert, ja, vom Gefühl her. Also das saugt sie durch den ganzen Körper nach innen durch. Und das ist, das gelingt mir nicht immer, ja, das sage ich auch ganz klar, aber ich habe diese Erfahrung schon gemacht, dass, und das ist ein Ganzkörperorgasmus, ja. So, zumindest fühlt sich's für mich so an, ja. Und das ist viel größer
Aber es braucht diese Achtsamkeit dazu, also dieses bewusste nach innen lenken. Und das ist, also das ist wirklich ein Punkt, gut, dass du das gesagt hast, dass man sich einfach mit diesen Themen anfreundet, ja. Und das ist ein Weg, ja. Also das wird nicht, also mir gelingt das auch nicht immer, ja. Und da, ja, es sind viele, viele Faktoren, was einmal mitspielen, aber das ist ein Punkt, ja. Wenn du jetzt bei dieser Innenschau, du hast ja angesprochen, die Orgasmusintensität wird dann, wenn sie dir gelingt, auch höher, die Ausdauer wird mehr. Und hast du dafür Techniken, so wie zum Beispiel die Atmung zu vertiefen oder bestimmte Lenkungen deines Bewusstseins in andere Körperteile außer dem Penis genutzt? Oder was waren da deine Techniken, die du genutzt hast, wenn du es teilen magst? Ja, kann ich sehr gern teilen. Wie gesagt, ich bin da auch noch sehr am Weg und sehr am Ausprobieren. Also was eigentlich ein Hauptweg ist, dass ich durch das, wenn wir richtig Geschlechtsverkehr haben und das dann schneller wird, also quasi dieses immer höher, weiter, ja, dass ich erstens mal gelernt habe, dass man das gar nicht so recht taugt, wenn ich das lerne, so langsam und geschmeidig über diese Wellen zu fahren. Ja, dass erstens mal bleibt es dann länger, also quasi, es ist nicht diese Reibung da, dass ich sage, wow, was tue ich jetzt, ja, sondern und in diesem Fluss zu bleiben, ja, also in diesem Fluss mit meiner Partnerin zu bleiben und durch diesen Fluss wird das auch langsamer, ja, und und was die Technik dann ist, dass ich nach innen atme. Ja? Also nicht das quasi, ich kann jetzt nicht und halte den Atem an und fange zum Stocken an. Also ich bremse die Energie. Nein, ich probiere es umgekehrt. Ich lasse die Energie durch mich durchfließen. Und somit wird es auch länger. Ja? Also das sind meine Erfahrungen. Ja? Aber man muss sehr wach dabei bleiben. Ja? Und das ist. Das gibt, also das sage ich auch ganz offen, das gelingt mir nicht immer, ja. Also da bin ich dann in die Konzepte drinnen und ja, pum. Das ist ganz spannend. Du bist in dem Konzept drin und dann bumm. Weil du dann wieder im Kopf bist und nicht im Gefühl. Dann bist du nämlich nicht mehr bei der Innenschau, sondern hast die Innenschau verlassen und gehst in den Kopf und im Kopf findet nicht die Innenschau statt. Das ist auch immer, also erlebe ich auch immer wieder bei Klienten, dass denen die Ablenkung kommt und oh, ja, dann habe ich noch gedacht und ich so, aha. Du hast gedacht, brauchst gar nicht erzählen, was du gedacht hast, spielt keine Rolle, weil alles passiert im Kopf und da ist eben ja nicht die Ausdauer drin. Okay, cool. Danke für deine Offenheit, mega gut. Vielleicht so einen Impuls habe ich noch dazu, quasi wenn man diesen quasi im Gefühl bleibt, ja, in diesem Akt der Gefühle und in dieser Wahrnehmung und sie immer mehr spürt, dann wird das auch mit Erfahrung mit meiner Lebensgefährtin auch sehr intensiver, ja. Also dieses Kopfkino-Denken, da muss ich jetzt hingreifen, weil da ist gut oder das hat es mir so erklärt. Ja, gehört natürlich dazu, dass man es weiß, was gut ist, aber dieses Kopfkino loszulassen und die Intuition zu folgen, unser Körper weiß ganz viel. Und dem vertrauen wir halt sehr wenig, weil wir uns vielleicht auch männlich sehr wenig mit dem beschäftigen, weil das einfach nur ein Diener ist. Ja. Aber der sagt uns auch ganz viel. Okay, vielen Dank dafür. Gucken wir uns jetzt neben dem Thema Selbstbewusstsein auch nochmal das Thema emotionale Höhepunktkontrolle an und dabei ganz konkret die Innenschau, das nach innen gehen, wenn emotional schwierig wird, den Höhepunkt zu kontrollieren. Und da sind Klassiker, sie sagt, boah, nimm mich. Gib's mir richtig, nimm mich hart durch, oder sie stöhnt, sie krallt sich im Laken oder in deinem Rücken fest. Und das sind Momente, wo der Mann oft mit seiner Wahrnehmung zack zur Frau geht und sagt: Oh, wie geil ist das? Und ich nenne es immer das Lusttaxi. Er steigt bei ihr ein und wenn ihre Lust hochgeht, geht seine mit hoch. Wenn ihre Lust runtergeht, geht seine mit runter. Aber in der Regel ist die Lust der Frau weit oben und oft über seiner Spritzgrenze. Dann fährt er mit dem Taxi quasi durch die Spritzgrenze durch, hat überhaupt keine Kontrolle mehr, weil er emotional bei ihr einsteigt. Und das Gegenteil ist ja nach innen zu schauen. Deswegen finde ich super schön, mit dir jetzt darüber reden zu können. Wie kann er es denn angehen, dass er gerade in diesen Momenten, wo es so leicht ist,
einzusteigen bei ihr, weil ihr Taxi gibt Vollgas, ne? Ihr Taxi ist wow. Aber es bleibt ein Taxi. Wie kann ich also aussteigen und mein eigenes Gefährt parallel dazu fahren, damit wir beide zusammen ein heißes Erlebnis haben können, was auch eine Weile dauert? Ein schönes Beispiel mit dem Taxi, ja, das kann ich gut nachvollziehen, ja. Also meine Erfahrung ist, dass man bei sich bleibt, ja. Also dieses Taxi mitfahren und dann auch bewusst aussteigen aus diesem Taxi. Aber nicht aussteigen, dass ich bremse, sondern aussteigen, bei mir zu bleiben. Oder das Ruder, oder quasi, ich setze mir ein Steuer in diesem Taxi und sage, diese Energie da bleibt, muss ich übernehmen, ja? Muss ich das Taxi lenken, ja? Also, weil das weibliche Taxi, wenn man in dieser Bildersprache bleibt, also meine Erfahrung ist, das fährt, also das kann ich gar nicht steuern, weil dann bin ich schon ausgestiegen oder es haut mich aus, weil ich einfach gekommen bin. Und sie sagt, was ist jetzt mit dir? Bist du jetzt, was warst das jetzt? Warum sagst du nichts oder warum tust du nicht irgendwas anderes? Also, und dann ist man Passagier, ja? Und Frauen und das Weibliche will geführt werden, ja. Also quasi, ich sehe das als Ozean, das ist halt das Taxi, und wir sind der Kapitän auf diesem Schiff und wir fahren auf diesen Ozean. Und der Ozean bewegt sich mal blank und dann sind diese mega Wellen und wir müssen das Steuer halten, ja. Und das ist der Job, ja. Oder quasi, dass ich mitgehen kann, ja. Und wie kann ich jetzt da aussteigen aus diesem Taxi und zu mir kommen? Was könnte da eine konkrete Technik sein, wo du sagst, das ist hilfreich, um zu sich zu kommen, obwohl die Verlockung im Außen groß ist? Und vielleicht noch eine zweite Frage hinterher. Ist wirklich die Technik so entscheidend oder das Timing? Denn es gibt ja zwei Phänomene. Wir hatten eben schon das Thema Spritzgrenze und dann gibt es ein Phänomen, was einfach biologisch, erkläre ich mal kurz für diejenigen, die es noch nicht kennen. Es gibt das Vorladen der Spermien. In der Ampulla, also eine Aussackung in dem Samenleiter, werden Spermien gesammelt bei sehr hoher Erregung, knapp unterhalb der Spritzgrenze. Oder wenn man es im alten Bild sagen würde, knapp vor dem Point of No Return, sind die Spermien vorgelagert. Viele Männer kennen dieses Phänomen, wenn sie eine Pause machen. Sagen, oh, jetzt bin ich kurz davor, jetzt mache ich eine Pause. Ne? Wie wenn sie sagt, oh, jetzt dann machen wir halt eine Pause. Ja, okay, dann machst du die Pause, ihre Erregung sinkt, ihr Taxi wird langsamer schön und gut. Aber wenn du schon zu nah an der Spritzgrenze dran warst, sind die Spermien vorgeladen. Sobald die Erregung wieder steigt, sind deine Spermien ready to go. Und du brauchst nur einen Impuls und du bist wieder voll auf der Erregung und kannst es auch nicht mehr kontrollieren. Musst wieder eine Pause machen, kannst du drei, viermal wiederholen, wird immer krampfiger und kommst dann trotzdem. Es geht also auf jeden Fall darum, vor diesem Durchladen der Spermien, ne, bevor die eingelagert sind in der Ampulla, da drunter zu bleiben. Das ist klar. Wenn ich jetzt aber das Sexspiel sehe, dann sind meiner Erfahrung nach Männer oft so drauf, dass sie sagen: Ah ja, jetzt, wir waren schon richtig gut dabei und dann habe ich versucht, so und so zu machen. Und da war mein Eindruck, dass das Timing entscheidend ist, viel früher zu beginnen, um es einfacher zu machen. Aber du bist der Innenschau-Experte, also was ist für die Innenschau wichtig? Ne? Wenn jetzt bei Meditation, würde ich ja auch nicht anfangen, das zu üben, wenn ich gerade irgendwie mitten in der Fußgängerzone sitze unter einer Hochbelastung, sondern würde das auch wahrscheinlich woanders starten. Wie sind da deine Erfahrungen? Generell, diese Erfahrungen kenne ich, ja, also dieses, wenn ich steige nochmal ganz vorn bewusst ein, also wenn ich merke, ich bin halt gar nicht so recht bei mir und mache diesen Sex, weil es ja gerade lustig ist, also dann wird es schon schwierig. Also das ist meine Erfahrung, wenn ich sage, ich bin jetzt. Und das dürfen wir Männer auch sagen, dass wir vielleicht einmal keine Lust haben, ja. Oh, die Entscheidung. Ja. Entscheidung zu treffen, fühle mich heute so bereit, dass ich diesen Ozean, also quasi mein Schiff auf diesen Ozean lenken kann, ja, wenn ich das jetzt, oder dieses Taxi steuern kann, ja. Dieses Phänomen Frau, Taxi vor mir, oder, ah, na, ich setze mir mal ein und schaue, was passiert, bin ich eigentlich gar nicht bei mir gewesen. Also da fängt es da schon an. Also das ist auch meine Erfahrung. Und das geht dann meistens schief. Ja? Also sehr oft dann. Ja? Dass das eine Diskussion mehr ist, da was vielleicht Kleider gewesen, hätten gar keinen Sex gehabt und hätten vielleicht gekuschelt oder whatever. Ja? Also
da fangt es einmal an, schon. Und wenn ich sage, ja, es ist klar für mich, es ist parat, so wie du gesagt hast, also bevor diese Ampulla, das habe ich jetzt, Ampulla heißt nur Aussackung auf, keine Ahnung, ich glaube Latein, whatever. das mir bewusst werden, das in mir zu spüren und dieses Taxi zu lenken, so zu lenken, dass ich bei mir bin und meine Partnerin mitnehme. Ja? Ich kann ja mal ein paar Umwege fahren, ja? Aber ich bleibe nicht stehen, ich steige nicht aus, ich bremse nicht, ich werde vielleicht langsamer, dann werde ich wieder schneller, dann fahre ich die Kurven geschmeidiger. Ja? Also quasi, also ja, es geht um Steuern, ja? Um Steuern und der Frau diesen sicheren Hafen zu geben, in ihre allen Gefühle, Emotionen da zu bleiben, ja. Aber da brauchst du, dass gut bei dir bist, ja, als Mann. Also dieses, was tue ich jetzt mit ihr, weil es gerade so geil ist? Also das kann ich auch ganz offen sagen. Ich habe oft weitergetan im Sex, weil sie für sie so gut war und dann bin ich gekommen, ja. Und dann war es vorbei. Und sie sagt, was hast du denn da jetzt? Ja, ich habe ja nicht aufhören können, weil es so für die so gut war, ja. Also haben wir oft Diskussionen gehabt. Also, und das ist genau der falsche Weg dann. Ne? Also ich glaube, ich steige in ihr Taxi ein und tue das, dann bin ich nicht bei mir. Ja? Das ist ganz spannend, dass du ja gesagt hast, es beginnt bei der Entscheidung, habe ich heute überhaupt Sex? Und dann hast du gesagt, immer und immer wieder. Du hast viele Beispiele gebracht, ob Handbremse, Lenken, Umwege, da. All das ist von der Entscheidung, es gibt heute Sex, will ich überhaupt? Ah ja, überhaupt drüber nachzudenken. Die meisten Männer kennen diese Frage gar nicht, sondern sagen, ah, wenn sie Sex will, ja, wir haben eh so selten nur noch, dann auf jeden Fall. Und, oder ich will es ja auch ihr zuliebe und jetzt, ne, warum sollte ich verzichten? Ich kann ja eh nicht immer. Da gibt es tausend Gründe für. Alles bla bla. Darunter steckt das Gefühl, ich kann gar nicht entscheiden. Und sich diese Macht zurückzuholen, eine Entscheidung zu treffen und dann, wie du gesagt hast, weitere Entscheidungen. Fahre ich langsam, ziehe ich mal die Handbremse, fahre ich mal rechts rum, mal links rum. Und zwar nicht aus der Not heraus, sondern aus dem Spaß heraus. Die Handbremse kann man auch zum Driften ziehen, habe ich mir sagen lassen. Und na, also, dass man eben diesen Weg, wie du sagst, gestaltet, macht und ihr damit, und da hast du das zweite Spannende gesagt, was ich nochmal rausgreifen möchte, den Hafen bietest. Damit bist du nämlich das, wo sie andocken kann, und somit kann sie auch mal in, ich bleibe wieder bei dem Taxi-Beispiel für mich jetzt, wieder mal in dein Taxi hoppen. Und ihr habt beide ein Taxi, ihr könnt beiden Beifahrer mitnehmen eine Weile, aber ihr seid beide unabhängig voneinander. Und das ist, denke ich, einfach schön, dass du es gesagt hast mit dem Start, das war mir gar nicht so bewusst, aber da beginnt in der Tat die Innenschau. Ja, direkt bei der ersten Frage. Genau. Und das lade ich wirklich jeden Mann nochmal bewusst zum Nachdenken ein. Bin ich heute bereit? Mag ich heute überhaupt? Oder ist mein Tag voller Scheiße gewesen, dass ich so unruhig bin und vielleicht mich einfach zusammenkuscheln möchte? Ja? Habe ich dieses Gespür? A, dass ich das spüre und B, traue ich mir das überhaupt sagen, was da in mir los ist gerade? Oder muss ich diese Konzepte nachrennen, so wie du schön gesagt hast, natürlich jetzt will sie und ich will ja immer. Also quasi, der Mann will ja eh immer Sex. Ja? Na, will er nicht. Ich finde das super und ich kann da nur sagen, ja, ich will auch nicht immer, um das einfach mal für die Zuhörer da draußen einfach klarzustellen. Auch ganz normale Männer haben nicht immer Lust auf Sex, auch wenn die Medien das anders kommunizieren und man oft auch früher habe ich es auch anders kommuniziert, ne? Ja, ich habe immer Bock. Und ich möchte noch mal einen Punkt sehen, denn die Innenschau, sagtest du eben, beginnt ja mit dieser Frage, will ich jetzt Sex? Und die Antwort auf diese Frage liegt oft in der Zeit davor. Denn gerade Männer, die im Beruf viel gefordert sind, die einen Beruf haben, der viel im Kopf ist, die sagen, dass sie für Sex am Morgen funktioniert es oft besser als am Abend. Warum? Weil man da nicht so sehr im Kopf ist. Und dann kommen sie gestresst vom Job nach Hause, dann kommt vielleicht noch Abendessen, da, ganz normale Abläufe, vielleicht mit den Kids noch mehr Stress eventuell, also einfach neue Impulse dazu, die dich auch im Kopf oft halten. Dann gibt es keinen Cut, wo man sich emotional mal Raum nimmt für sich als Mann, keine Innenschau in welcher Form auch immer betreibt und wenn es nur 5 Minuten da sitzen und
seine Hand betrachten, whatever. Also irgendwas ist, was dir gut tut. Badewanne, kalte Dusche, egal was dir gut tut, das sich zu nehmen, um dann aus diesem Gefühl des Bei-sich-Seins auch in den Paarkontakt gehen zu können. Und vielleicht hast du da noch für diesen Übergang aus stressigem Arbeitsalltag, vielleicht auch stressiger Familienalltag hinzu, oder vielleicht auch vor dem Familienalltag, aber so für diese Cuts, die wichtig sind, um eben auch das Privatleben nochmal bewusst begehen zu können und entspannter begehen zu können. Also ich glaube, dass ganz viel Routinen wichtig sind, also dass man Routinen für sich täglich, und da rede ich wirklich von täglich für sich, findet. Also ich habe es jetzt mal eine Zeit lang nicht praktiziert, aber jetzt tue ich es wieder, täglich 20 Minuten in der Früh meditieren, um einfach die Zeit mit mir erleben zu dürfen. Ja? Also ich glaube, dass wir Männer lernen dürfen, uns mit uns beschäftigen. Ja? Für den einen ist Meditieren, für den anderen ist vielleicht, ich gehe bewusst laufen oder ich gehe kalt duschen, um mich zu spüren lernen. Oder ich brauche 10 Minuten, wenn ich, bevor ich heimgehe, dass ich vielleicht nur 10 Minuten eine Runde um den Block gehe oder im Wald oder whatever. Ja? Oder Da haben wir ja schon mal eine ganze Reihe, ne? Also wenn ich höre, Meditation, spazieren gehen, joggen gehen, kalt duschen, in den Wald, in die Natur gehen, vielleicht mit dem Haustier kuscheln oder so, ne? Also 10 Minuten als Routine täglich, besser als einmal die Woche eine Stunde richtig irgendwo eine Sache für sich verfolgen. Warum ist das Tägliche so wichtig? weil wir, also quasi unser, also ist meine Erfahrung, unsere ganzen Standardisierung und alles, was in uns angelegt ist, das sind quasi die ganzen Synapsen, was wir drin haben, dass das ein Teil von dir wird. Also quasi, wenn ich sage, ich will mich jetzt mit mir beschäftigen, dann muss ich dafür was tun. Und tun in dem Fall für mich persönlich ist das Meditieren. Und wenn ich das nicht täglich tue, dann sagt, und das ist mein Gerede, dass einfach das Verstand und also quasi der Körper, der Verstand prüft dich täglich, willst du das, was du da redest? Und das ist so diese klassischen 21 Tage, die was eh sehr viele Leute kennen, ja, ob das jetzt Fasten ist oder Abnehmen oder whatever, dann ein Teil von dir wird und du das wirst, was du praktizierst. Und vorher ist es einfach nicht, weil unser System das prüft, weil sie ja Systeme ändern müssen. Änderung ist anstrengend, Änderung kostet Energie und unser System ist programmiert, Energie zu sparen. Und deshalb diese Prüfung. Also das ist so mein logischer Ansatz von dem, ja. Und dann fällt es mir erleichtert zu verstehen, warum das anstrengend ist, weil sie einfach das System wehrt, weil das braucht eh für das tägliche Leben genug Anstrengung. Aber irgendwann, und das sind diese berühmte 21 Tage, deshalb täglich, gehört es dann zu dir und ist integriert und das ist für viele Leute dann normal, ja. Und wenn ich jetzt überlege, okay, soll ich anfangen zu meditieren? Und ich höre jetzt gerade hier zu und denke mir, naja, heute habe ich keine Zeit. Was würdest du so einem Mann raten? Das nochmal zu hinterprüfen, was ist diese Ausrede, warum ich keine Zeit habe? Du sagst direkt, was ist die Ausrede? Du fragst gar nicht, ist es eine Ausrede, sondern Nein, es ist aus eine der Ausrede. Erfahrung. Es ist einfach eine Ausrede. Und da sind wir genau bei diesem Punkt, warum ich gesagt habe, unser System prüft uns und hinterfragt uns und hat eigentlich, wenn ich sage, ich habe diese Ausrede parat, sagt, entspannt sich das System und sagt, ja, stimmt, recht. Und du hast recht. Weil ich will das gar nicht machen, weil das kostet Energie und Kraft. Und das ist dieser Teufelskreislauf, was wir einfach in uns tragen. Und das hat jeder Mensch gleich. Also von dem bin ich überzeugt, ja. Und das ist einfach dieses innere Schweinehund überwinden und keine Und Ahnung, wenn wie ich den viel jetzt Vokabular merke, das gibt dazu, ja. ja, ich habe diesen inneren Schweinehund und ich merke, okay, der kommt. Wenn ich sage, heute 20 Minuten meditieren, wie kann ich es dem inneren Schweinehund noch leichter machen? Abgesehen davon, dass ich sage, okay, ich checke erstmal, vielen Dank für die Information, Ausrede, du bist übrigens nur eine Ausrede, das habe ich schon mal gecheckt. Du bist ein Teil von meinem inneren Schweinehund, wie auch immer man dich nennen mag. Ich möchte das trotzdem installieren.
Was kann mir dann helfen, damit ich heute sagen kann, ich kann es auf jeden Fall tun, selbst wenn meine Ausreden super gefestigt sind, meine Stabilität, die ich mir in meinem Leben schaffe, ultra gut ist, was kann ich tun? Ja, tun, dass ich es, die Frage habe ich jetzt nicht ganz genau verstanden, tun, dass ich es dann auch tue? Ja, genau. Also was kann ich tun, um es später dann umzusetzen? Also, weil vielleicht höre ich zum Beispiel den Podcast ja, während ich jetzt joggen gehe. Ist dann der beste Tipp zu sagen, okay, ich bleibe beim Joggen jetzt einfach stehen und meditiere schon mal einfach 3 Minuten, damit habe ich schon mal einen Trigger gesetzt? Oder sollte ich lieber sagen, okay, wenn ich nach Hause komme, ich nehme mir fest vor, heute Abend um 21 Uhr starte ich? Oder was sind so kleine Tricks, sage ich mal, die es mir einfacher machen, diese Routine zu installieren? Oder mache ich mir, also wie kann ich es mir einfacher machen, den Schweinehund so ein bisschen in den Hintern zwicken? Indem, dass ich es von außen sehe. Also irgendwo irgendwelche Marker setzen, irgendwo bewusst einen Zettel schreiben, weil wir vergessen ganz viel. Am Anfang ist immer dieses innere, ja, ma, super, das fühlt sich gut an, das ist sympathisch, was ich da höre. Ja, das probiere ich gleich, das ist ja quasi diese Verliebtheitphase mit neuen Sachen, ja, das ist das Dopamin, was in uns hochschießt, ja, das ist der chemische Prozess, der Antreiber und yes, wir tun. Und dann kommt der Rest, ja. Und der Rest ist pure Hinterfragung, Langeweile, Ausreden und, und. Und das ist die Kunst des Lebens, dass ich dann sage, okay, ich weiß, es kommt und jeder kennt es ja. Und wie erinnere ich mich daran, dass ich nicht einschlafe? Und das kann ein Zettel sein, das kann im Spiegel was sein, das kann im Outdoor-Pickerl sein, halt, das kann ein Alarm im Wecker sein. Und dann ist der Job, es zu tun. Punkt. Da gibt's keine Ausrede. Das ist einfach der Job. Und über diese Hürde kommt kein Mensch drüber. Also wenn man immer in diesem Trott, in diesem Hamsterrad drinnen bleibt, dass ich dann klassische, ich höre zum Rauchen auf, ich trinke weniger. Das ist einfach dieses Männliche und jetzt tue ich's. Punkt. Es ist mein Job. Ich hatte das früher, ich finde das ganz spannend, dass du sagst Marker, weil ich habe zum Beispiel früher meine Laufschuhe vor die Tür gestellt. Das heißt, ich wusste schon, ich laufe, wenn ich rausgehe, an den Schuhen vorbei und entweder mit einem guten Gefühl oder mit einem beschissenen, weil heute habe ich es nicht gemacht und habe mir dann noch neben diesem Marker als zweites gesetzt, dass ich sage, okay, ich muss sie wenigstens anziehen und einmal auf die Straße laufen, also nur 5 Meter vors Haus und wieder zurück. Natürlich laufe ich dann weiter. Wie weit? Ne, ob es immer die, damals bin ich viel gelaufen, ob es immer 3, 5, 10 Kilometer waren, whatever. Aber ich bin erstmal rausgegangen. Und ich habe es nur ein, zweimal getestet, wie es sich anfühlt, wieder reinzugehen. Und dachte immer, eigentlich würde ich ja jetzt doch lieber, wäre ich ja lieber weitergelaufen. Und dadurch habe ich mir die Hürde noch kleiner gemacht, so überhaupt, ne, einen Marker gesetzt und dann eine Mini-Hürde im Sinne von, ich mache einfach, ich starte einmal und gucke, was passiert. Und dann kommt man in diesen Flow-Zustand, den du auch beschrieben hast, viel einfacher noch rein. Also das war für mich noch die zweite, hatte ich schon wieder vergessen. Insofern danke für die Erinnerung, weil ich direkt meine roten Laufschuhe vor der Tür so im Kopf hatte. Ah ja, ne? Die standen immer da. Und das hilft auf jeden Fall. Also Marker kann ich bestätigen, ist auch bei mir eine total gute Hilfe gewesen. Also ob es dann Zettel ist für den einen und für den anderen, sind halt die Schuhe, spielt ja keine Rolle. Und wir brauchen solche Marker oder wir brauchen Freunde, die uns erinnern, also wirkliche Menschen, die oder es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, ja, und jeder kennt diese Möglichkeiten und jeder kennt dieses Einschlafen davon, ja. Und die Frage, die ist dann wieder stellt, wie schaue ich denn aus, wenn ich wieder einschlafe? Will ich das, ja? Will ich das wieder ins alte System zurück oder ist es Zeit, was zu tun, ja? Und dieses Tun ist Anstrengung, ja? Und dieses Tun in die Innenschau ist noch anstrengender, weil man es oft gar nicht, erstens mal wird es gar nicht so oft, es kommt immer mehr im System, also es ist nicht so, dass das nicht mehr da ist. Also viele, ich glaube, ganz viele erfolgreiche Menschen machen das täglich. Also ich bin überzeugt davon, dass ganz viele, die auch ein Riesenbusiness haben, ja, die nehmen sich die Zeit für sich selbst. Ja. Weil es einfach ein Muss ist, dass ich bei mir bin. Dass ich diese Ruhe, so wie wir heute gestartet haben, diese innerliche Ruhe in mir bewahren kann, muss ich Ruhe schaffen. Ja? Und das ist die Arbeit und das ist der Job. Das fliegt keinem Menschen zu. Wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, das ist für mich eine Riesenherausforderung und ab
ich fühle mich gar nicht mehr, ich komme mit mir gar nicht in Kontakt. Wann ist so ein Punkt, wo du sagst, wo es sinnvoll ist für jemanden, sich auch Hilfe zu holen im Außen, um wieder zu sich kommen zu können? Also wo ist so ein Punkt erreicht, wo Männer einfach sich eingestehen dürfen, okay, ich brauche hier Unterstützung und ich hole mir die dann auch. Ist eine extrem spannende Frage unter Männern, ja, brauche ich Hilfe? Nein, ich mache eher alles mit mir selbst aus, ja. Also das ist auch so ein Klischee. Ich bin überzeugt, dass wir Hilfe immer brauchen. Also dieses alleine gehen, alleine ausmachen oder vielleicht noch mit meiner Partnerin und dann ist es eh schon vorbei und mit die Freunde im, nimm ja ein Klischee her, im Wirtshaus zu sitzen und über alles zu reden und nicht über sich selbst. Das ist Zwang. Also wir brauchen Menschen, die uns pushen, die uns erinnern, wo ich mich öffnen kann. Ich glaube, das ist so was Wichtiges, das ohne dem gar nicht geht, ja. Als du gerade gesagt hast, wir brauchen das und wir brauchen das auch ohne, dass es irgendwie ein schwieriges Problem gibt, habe ich nochmal daran gedacht, dass es zum Beispiel im Profisport gang und gäbe geworden ist, auch Mentaltrainer zu haben. Für Profis, die machen Höchstleistung, haben einen tollen Job, manche bestimmt auch eine gute Beziehung, ein gutes Sexleben und trotzdem holen sie sich Unterstützung, wenn es darum geht, zu gucken, was im Inneren ist. Und das ist eins der wenigen Themen, wo wir, denke ich, auch von einem Spiegel im Außen immer wieder profitieren können. Und man kann den sicher auch im Freundeskreis finden, wenn man eben nicht über das Blabla in der Welt da draußen redet, sondern über die Innenschau. Andreas, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du mit den Männern da draußen zum Abschluss teilen möchtest, wo du sagst, das ist noch hier ein Gold Nugget, das sollten die mitnehmen? Ja, ich möchte einfach an dem anschließen, ja, dass sie die Männer, also quasi, dass sich jeder Mann, der das hört, einfach die große Einladung, sich selbst kennenzulernen, ja, und dieses bewusst auf sich selber einlassen lernen, ja, also nicht das zu verurteilen, wie ich bin und da draußen zu suchen, warum das so ist, sondern das annehmen, wie ich bin, ja, also dieses, weil ich bin so und so, so wie ich bin, ja, und da mal hinschauen und da stehen bleiben und da anhalten und da reinschauen in sich, wünsche ich wirklich jeden Mann, dass jeder diesen Mut hat, diesen zu gehen, diesen Weg nach innen zu gehen und was ich mir auch wünsche oder ermutigen möchte, das nicht allein machen zu müssen, ja. Wir brauchen uns gegenseitig, wir Männer. Frauen machen das schon so lang, dass sie sich austauschen, netzwerken. Und wir Männer müssen, und für mich ist es ein Muss, ja, da mitgehen. Mitgehen unter uns Männern, ja. Und das ist wirklich, also meine Erfahrung sagt, das macht was mit uns, ja. Und da ermutige ich wirklich jeden Mann, der das ein bisschen auch gespürt, dass er sich das einfach traut. Vielen, vielen, vielen Dank. Andreas, es ist mir eine Freude mit dir gewesen. Vielen, vielen Dank von meiner Seite. Und wir sehen uns bestimmt noch einmal wieder. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin jetzt irgendwie das Letzte hat mich so, ja, okay. Ja, danke dir. Danke, Jan, für die Einladung. Habe mich sehr gefreut. Danke.